Hallo Welt, da sind wir wieder. In einer neuen Oase. Durst haben wir wahrscheinlich. Morgendlicher Durst. Oh, das wird kalt. Wir bereiten hier in der Oase alles für den Clan vor. Mit unserer Luv. Die ist so nett und macht das. Oh, so einen Durst. Da geht's hoch. Mal sehen. Denn wenn alle kommen, dann sollen sie auch ausreichend Medizin und so ein Zeug haben. Hey, nicht daran knabbern. Und Lernmaterial, wir wollen ihnen ja was beibringen. Wir haben ja jetzt die Spiegelneuronen gelernt. Vor kurzem. Da müssen wir ihnen zeigen, wie das geht alles. Ja, das Aufrechtgehen übrigens auch. Doch, wir können jetzt sogar anhalten, ohne zu springen. Das ist neu. Mann lernt nie aus oder Primat lernt nie aus. Oh nein, die Maus. Gut, dass das uns auch keiner klaut hier. Ich denke mal, hier waren drei von diesen. Na, hier sind auch drei. Hier sind sogar noch mehr, hier sind sogar viel mehr. Dann tragen wir das darüber. Sonst hätte ich hier den Haufen gelassen in der Mitte, damit wir von allen Seiten das hier rübertragen können. Obwohl, die Idee finde ich immer noch nicht schlecht. Doch, wir lassen das da. Wir tragen das von da drüben rüber, ist ja egal. Wir müssen ja sowieso einen Haufen tragen. Ob wir den jetzt von hier nach da tragen oder von da nach hier. Da spielt keine Musik. Wir müssen ihnen unbedingt beibringen, wie sie Haufen machen. Hehe. Oh, das war's schon. Naja, wir könnten auch überall diese Haufen liegen lassen. Weil dann hätten wir ja überall Haufen rumliegen. Ja, leider können wir keinen Haufen zu einem Haufen machen. Wisst ihr, was ich meine? Also diesen Haufen zu dem anderen. Oh doch, jetzt haben wir es wieder fallen gelassen. Diesen zu dem anderen dazufügen, das geht leider nicht. Aber egal, dann haben wir eben zwei oder dann drei Haufen hier. Das macht doch nichts. Die werden schon finden nachher. Einmal inspizieren. Ja,
Das ist gut. Naja, das passt schon. Wir müssen diesen Baum mit den roten Blättern noch finden. So einen sollte es auch hier irgendwo geben. Die sind hier nicht. Ah, da. So viele. Der Ort ist ja wirklich viel, viel besser. Wo ist denn der Nachteil hier? Guckt euch das an. Drei. Das sind viele. Naja, mehr als zwei sind ganz viele. Sollen wir denn damit auch schon anfangen, die zu sammeln? Oder machen wir das nachher mit der Gruppe? Wenn die Gruppe hier ist, dann sitzen die alle im Weg. Also ich bin dafür, dass wir jetzt schon mal so ein paar Haufen uns anlegen und ja, dass wir dann aber auch die Gegend ein wenig erkunden. Ich meine, wir müssen darauf. Und was ist mit dem Krokodil eigentlich? Wir wollten vorwärts kommen, oder? Ja, aber wir wollen ja nicht durchrushen. Wir müssen das schon richtig machen. Wir haben noch zwei Festigungen zu vergeben. Und die sollten wir auch vergeben. Sonst bringen wir uns ja um die Intelligenz. Und dann, was wird aus den Menschen dann nachher? So, wir machen hier einen Haufen. Oh, wo ist der Haufen? Hoffentlich wachsen die Sachen auch wirklich so schnell dann wieder nach. Aber ich denke, in der nächsten Generation wird da schon wieder was gewachsen sein. Ja, aber so weit müssen wir erstmal kommen, wenn wir so weitermachen. Wir haben noch drei. Wir haben noch drei weitere. Was machst denn du da? Nicht essen. Wir haben noch zwei weitere Weibchen haben wir noch. Mit denen könnten wir auch noch das Krokodil jagen. Aber hier in der Nähe gibt es auch keine Krokodile. Stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht, aber die Gegend gefällt mir so gut, weil es hier so schön leise ist. An dem anderen Platz, an dem wir jetzt unser Lager haben, da ist es so laut. So, ich glaube, so langsam, es ist einfacher, die Werkzeuge hierher zu holen, als andersrum. Da werden wir auch nicht schlapp hier. Einfache Arbeit ist das. Einfach so dahin gelegt, neben den Stapel. Okay, stapeln will gelernt sein. Ach was, ist der Stapel etwa zu groß? Passt da nichts mehr drauf? Das ist auch neu. Das hatten wir sowas schon? Oh nein, die Maus. Das fehlt mir gerade noch mit der Maus. Wie viel da dran ist? Thank you.
Das würde so schnell gehen, wenn die alle mitmachen würden. Ja, in der nächsten, übernächsten Generation. Die können ja sowieso keine Haufen machen. Der ist komplett gerupft hier, der Baum. Naja, da passt nichts mehr drauf auf den Stapel. Da passt auch nichts mehr drauf. Aber wenn wir hier immer nur in Frieden leben, dann werden wir ja nie uns zu verteidigen. Wir müssen doch auch die Oberhand über die ganzen Kreaturen gewinnen. Sonst heißt es nachher nicht, die Menschheit hat eine Evolution durchgemacht, sondern die Warzenschweine zum Beispiel. Und das können wir ja nicht wollen. Genau, einmal hinstellen und einmal gucken. Wisst ihr, was mir fehlt? Das sind diese Kopok-Fasern, mit denen man sich einreiben kann, gegen Blutungen und so. Da sind sie. Gehört der Baum noch zu uns tatsächlich? Das ist ja ein wahres Paradies hier. Auch wenn es regnet. Es gibt viele gute Plätze. Ich glaube, ich hätte meinen Clan hätte ich aufgeteilt. 2-3 Leute hier hin, da drüben ein paar hin. Vielleicht kann man das ja sogar. Ja. Die schmeißen wir jetzt einfach so runter. Die werden wir immer brauchen. Hier kommt man auch nicht so durcheinander mit den vielen Bäumen, dass man da immer sagt, so, oh. Auf dem anderen Baum wachsen die Dinger. Oh. Noch eine hier oben. Scheinbar nicht. Oh, wie geht's wieder runter? Na gut, es sind nicht sehr viele hier oben. Da, gegen Knochenbrüche. Kart. Und da, gegen, weiß ich nicht, was war das? Gegen Knochenbrüche auch? Ach so, in diesem Zustand jetzt. Ach so. Ja, aber da waren nur 2 von diesen Dingern drauf. Oh nein, dann wird das nichts hier. Mit unserem Paradies. Ja, die beiden, die liegen jetzt unten.
Ah, nee, da haben wir nichts mehr. Oh, das ist echt schade. Ja, aber reichen die Roten nicht, wenn wir die zubereiten? Da sind doch noch welche. Gar nicht gesehen, die beiden. Naja, oben sind keine mehr. Aber vielleicht ganz oben. Auf jeden Fall ist ganz oben noch eine Palme. Wenn wir zwei, drei Leute nach oben schicken könnten und die Palmen so ein bisschen schütteln, dann würden die Kokosnüsse direkt hier runterfallen. Das wäre doch gut. Ja, wir haben keine Schnecken oder sowas hier, aber dafür gibt es hier Fisch. Kapokfaser, ja. Vier Stück nur. Das ist nicht ganz so optimal. Außerdem, irgendwas klingelt doch hier die ganze Zeit. Nur was? Ja, dann müssen wir dem Klingeln müssen wir mal auf den Grund gehen auch. Ach was, die sind schon wieder nachgewachsen hier. Vielleicht legen wir doch hier einen Haufen noch an. Die haben wir wahrscheinlich übersehen beim letzten Mal, oder? Naja, und die Kokosnüsse können wir auch direkt da stapeln, wo wir sie ernten. Irgendwann ist der Haufen ja scheinbar dann sowieso voll und dann können wir die woanders hintragen. Wenn es so viele Haufen werden irgendwann. Da war aber noch ein Kokosnussbaum. Das sollten wir auch mal alle einsammeln. So, hier kann man gar nicht fischen, da kann man trinken und das? Angelplatz. Sehr schön. Oh!
Ist das da hinten eine Höhle? Oh. Oh. Naja, auf jeden Fall haben wir eine Dusche. Das ist nicht ganz so laut. Wie ich schon mehrfach gesagt habe. Ja, dann gehen wir nochmal schlafen und in der nächsten Folge bauen wir weiter an unserem neuen Clanplatz. Ich bedanke mich also für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.